Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu The Outer Worlds. Ich habe, wie schon angekündigt, auf den PC gewechselt. Einfach, weil ich glaube, dass es dann vom Shooter-Handling her ein bisschen besser funktioniert. Zum Glück gibt es ja auch den Xbox Game Pass für den PC und da ist es mit dabei. Ja, sehr, sehr schön. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, was wir machen, ist, genau, wir müssen nach unten zu dem Schiff hin. Und da standen ja ein paar Leute rum. Was es mit denen auf sich hat, weiß ich nicht. Das finden wir noch heraus. Aber wir gehen jetzt da erstmal hin, würde ich sagen. Aua, und brechen mir schon wieder das Bein. Lieutenant Mercer. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Wow, also wer hier falsch parkt, der wird echt noch schlimmer behandelt als ein Bandit. Das ist doch nur ein Landeverstoß, vergiss es einfach. Ah genau, hier, einen deiner Kollegen in der Höhle gefunden. Really? How is he? Er blutet und halluziniert, aber er lebt noch. Er ist immer noch ein Depp. Ich hoffe, du hast mehr Verstand. Oh, das sage ich jetzt wirklich. Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Okay. Also die mögen alle ihr Unternehmen, für das sie arbeiten. Spacer's Choice. Gut, ich muss nur, du weißt schon, ein bisschen Luft schnappen. Ach so, ja. Ja, also sie würde ja gerne, aber ha, sie kann nicht. So, jetzt kann ich lügen, überzeugen, einschüchtern. Überzeugen könnte ich mal machen. Scheut sich das Wachpersonal von Spacer's Choice etwa vor einer Herausforderung? Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Ja, laminier den Bericht. Okay, oh ja, die hauen jetzt richtig rein hier. Kann ich hier irgendwas gerade machen? Da hinten liegt ein abgetrennter Arm. Und hier etwas, das nach Bacon aussieht. Aber es ist auch ein Arm. Noch ein Wächtersäbel. So, ganz kurz mal was checken. Audio. Nö, alles gut. Okay. So, ah, da ist ja unsere Dame. This is gonna take a lot of paperwork. Tja, es ist ein harter Job, aber irgendwer muss ihn machen, würde ich sagen, oder? Wollen wir nicht mal euren Freund da retten? This is gonna take a lot of paperwork. Ah. Okay, da oben kann man noch irgendwo hin. Oh, hier gibt es auch noch Pilze, aber die kann man nicht looten. Aber da oben kann man irgendwo hin. Anscheinend nicht. Anscheinend hätte ich vorher klettern skillen sollen. Okay, nun gut, dann eben nicht. Dann steigen wir jetzt in dieses Raumschiff ein und fliegen weg und den anderen Typen, den lassen wir hier halt zurück oder so. Naja, was kümmert mich sein Leid? Lasst mich rein in das Schiff. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Wir werden verfolgt. Ja, ich habe schon gesehen, wo wir hin müssen. Ich will nur vorher mich hier oben etwas umschauen.
All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Okay, Computer, ich habe ja schon verstanden, du willst, dass ich mich hier erstmal unten anmelde, bevor du mir hier irgendetwas freigibst. Und weil ich so ein netter Kerl bin. Intruders are not authorized to access the unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Oha, okay, ja. Ich habe ja noch nichts geklaut, also kann ich auch noch nichts zurücklegen. Was willst du bitte machen? Dich in die Luft sprengen? Ich bin nicht hier, um irgendwas Unrechtmäßiges zu entwenden. Ich mag es nicht, wenn man so mit mir redet. Ich stelle die Frage. Dir ist schon bewusst, dass wir auf festem Boden stehen, oder? Oder sollte da jetzt was passieren? Oh, das ist schön. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ist das Hawthorns Schiff? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck an der Unterseite meiner Rettungskapsel. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Okay, ich verstehe schon. Wir müssen, also ich muss jetzt Captain Hawthorne sein, sonst kommen wir hier nicht weg. Well done, Captain Hawthorne. Oh mein Gott. Your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ah ja, ich kann jetzt hier auch mit Technik antworten. Ja, wir brauchen einen Energieregulator, denn wir sind jetzt einfach für den Computer, sind wir jetzt Captain Hawthorne. Das war für sie jetzt so die einfachste Lösung, sonst hätte sie sich zu viele Gedanken machen müssen. Aber wir kommen hier nicht weg, denn der Energieregulator des Haupttriebwerks wurde irreparabel beschädigt. Aber mit Technik 5 kann ich antworten, ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in einer Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Captain Hawthorne von der Unreliable. Gefällt mir. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Stufenaufstieg, Leute. So, Fertigkeiten verbessern. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte, mit denen du deine Fertigkeiten verbessern kannst. Punkte in Kernfähigkeiten, Nahkampf verbessern, alle damit verbundenen spezialisierten Fertigkeiten bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fertigkeiten bis 100 investieren. Jede Fertigkeit verbessert sich mit mehr Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltungsboni. Worum genau es sich dabei handelt, steht in der Fertigkeitsbeschreibung. Rüstungen, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fertigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fertigkeitsproben und den passiven Boni der Fertigkeit, ändert aber nichts an den Freischaltungen. Okay, genau. Jetzt kann ich 10 Punkte verteilen.
Gut. Ich verteile natürlich den Dialog. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich mich jetzt hier mehr rein verteilen. Ich bin dann ganz so ganz viel in Tarnung, Schleichen, Hacken, Schloss knacken. Ja, sollte man auch ein bisschen mitnehmen. Verteidigung eigentlich gerade nicht. Fernkampf auf jeden Fall noch 2 Punkte. Und dann nochmal in Dialog. Ja, Leute, es ist wirklich in Rollenspielen immer gut, wenn man gut in Verhandlungen ist, in Verhandlungssituationen, glaubt mir. Also das ist so das, was ich jetzt hier machen möchte. Also ja, Führung hätte ich auch noch machen können. Warum, kann ich da nicht auf was wegnehmen? Rückgängig? Ah ja. Gut, 1, 2, 3. Ich werde wenigstens noch mal einmal hier noch mit reinpacken. Ja, okay. Perfekt. Ja, nehmen wir so mit. Ah, du hast deine Dialog-Kampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Ah ja, okay. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt hier erstmal darum kümmern, dass wir so einen Energieregulator bekommen. This wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Okay, ja. Jetzt sind wir ja auch offiziell der Besitzer dieses Schiffs hier. Und das ruft natürlich sie mit auf den Plan. Ja, sie fragt, ob das mein Schiff ist. Ich kann natürlich jetzt sie angreifen und kann sie töten beide. Ich kann aber auch lügen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiff-Sicherheitsinspektion durch. Oder ich kann sagen, ich habe gar keinen Job, von dem man mir das Geld abziehen kann. Ich mache Lügen. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Genau, untersucht ihr hier mal alles? Ich für meinen Teil werde mich jetzt ja in diese Ortschaft da hinten begeben. Denn das solle ich ja machen. Ja, das wurde mir jetzt so gesagt und dann setze ich das auch so um. Oh, guck mal, da oben... Kann es sein, dass das ein Banditenlager ist? Erstmal speichern wir mal ab. Es kommt immer gut, zwischendurch mal abzuspeichern. Vor allem, wenn man in ein Banditenlager hineinläuft. Oh, da war ein Gewehr dabei. Oh, Loot gibt's hier auch. Ah ja, Aderno, sehr gut. Ah ja, Vorteilspunkte gibt's auch noch. Willkommen bei der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Alle 2 Stufen erhältst du einen neuen Vorteilspunkt. Du kannst auch im Spielverlauf Vorteilspunkte erhalten, indem du zum Beispiel Schwächen akzeptierst. Mit je 5 neuen Vorteilen wird ein neuer Vorteilsgrad für dich freigeschaltet. Aha. Achso, jetzt kann ich hier einen Vorteil auswählen. 50% mehr Grundleben. 25% mehr Zeitdilatation. 25%. Aha, okay. Da warte ich mal noch ab, was sich hier dann im Spiel als gut erweist. Das kann ich jetzt noch nicht so einschätzen. Aber wir haben da gerade was bekommen. Das sah so ein bisschen aus wie ein Gewehr. Und hier hinten habe ich auch noch jemanden erschossen. Ein bisschen Fleisch gab es von dir. So, öffne mal mein Inventar. Genau.
Ich habe jetzt hier nämlich das Jagdgewehr bekommen. Und das will ich mal einfach einsetzen. So. Wow. Das sieht ja nice aus. Das ist mal eine richtig geile Flinte, ja. Jetzt noch ein Gegner, auf den ich jetzt mal schießen könnte mit dieser geilen Flinte, ja. Auf dich zum Beispiel. Oh Gott. Oh, man hätte sie jetzt auch leben lassen können. Okay, bei häufigem Benutzen verlieren Waffen Haltbarkeit. Ah, das liebe ich natürlich im Spielen, wenn Waffen Haltbarkeit verlieren können. Oh, ich muss sagen, dass das Gunplay mir hier wirklich sehr viel Spaß macht. Also allein das ist nun schon ein echter Vorteil gegenüber zum Beispiel Fallout 4. Sehr Shooter, also wirklich ein sehr Shooter-lastiges Gunplay. Fallout ist ja, das Gunplay steht da halt nicht so im Vordergrund. Was ich auch verstehen kann. Was jetzt für mich jetzt kein krasser Nachteil an Fallout ist. Aber es ist schon schön, dass das hier alles ein bisschen besser funktioniert. Ja, und diese Plünderer haben hier die Bewohner überfallen. Fiese Fieslinge, ey. Ja, mit den Vorteilspunkten, ich warte einfach noch ab. Ich warte ab, wie sich das entwickelt. So, das sieht aus Edgewater, wie eine kleine Stadt hier. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Gegenfrage, woher weißt du, dass ich kein Plünderer bin? You talk too pretty for a Marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Er kommt also damit an, dass ich mich doch lieber in der Stadt verstecken soll. Und außerdem ist die Stadt auch nicht so teuer. So, wie war nochmal dein Name? Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorstellung. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Okay, also die Spacer's Choice scheint hier echt alles in der Hand zu haben. Ja, mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Mhm. Ja, genau. Er fragt jetzt, was wir eigentlich so beruflich machen. Ja, kommt drauf an, ne? Vielleicht hat er einen Job für uns. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Okay. Geld bedeutet Papierkram, Papierkram bedeutet Unterschriften. Ein paar aus unserer Familie sind schon etwas im Zahlungsrückstand. Was soll ich jetzt machen? Gebühren eintreiben? Wäre jetzt kein Problem für uns. Aber erstmal die Frage, du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Company Policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under. Free of charge. Okay, gut, dann treiben wir jetzt die Gebühren ein. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little.
He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Okay, gut, dann können wir jetzt erstmal in die Stadt rein und können uns da dann auch noch später um diese vier Leute kümmern, die nicht zahlen wollen. So, erstmal zum Anführer der Siedlung. Emerald Vale. Ah ja. Mensch, sind da sogar Leute unterwegs. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal dahin, wo wir sowieso hin müssen, oder? Boah, jetzt finde ich hier natürlich erstmal alles. Genau, hier ist die Konservenfabrik. Und im Turm über der Konservenfabrik ist der Boss. Lassen die mich rein? Oh, die lassen mich sogar rein. Ja, jetzt kann ich alle abknallen. Oder auch nicht, hier ist ja gar keiner. Ich glaube, ich muss dann einfach doch hier vorne zur Tür rein. Oh, kann ich hier hacken? Spacer's Choice. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eine Anlage vom Spacer's Choice. Terminalzugang. Protokolle oder verlassen? Wir machen mal Protokolle. Hinweis. Die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spacer's Choice Vorarbeiter. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Familie. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen. Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit in Geist, Verstand und Charakter wider. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unserem ansässigen Vikar zu arrangieren. Alter Verwalter, also hier willst du echt nicht krank werden. Gut, aber was hacken können wir jetzt nicht, ne? Ne, was hacken können wir nicht. So, nach oben fahren können wir aber. Ja, zum Glück muss ich mich jetzt hier nicht krank melden. Oh, yeah. Sie haben sogar an die Fahrstuhlmusik gedacht. Sehr gut. The grease monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook Saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting Saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Okay, also anscheinend sind die hier so ein bisschen schweinermäßig unterwegs. Denn anstatt hier Saltuna, was wahrscheinlich so eine Art Thunfisch ist, in die Dosen zu füllen, füllen Sie irgendwas anderes in die Dosen, aber bestimmt keinen Fisch. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. So, er ist erstmal ganz freundlich zu uns. Und wir sind auch so ein bisschen locker. Hey, du musst der Boss der Stadt sein. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Okay, warum haben wir keine Uniform an? Also denkt er, wir sind Mitarbeiter. Uniform, wovon redest du? Shirt, pants, work boots, company approved colors, the honorable apparel of a loyal worker. Ah ja, okay, ja, also er denkt natürlich, wir sind Mitarbeiter. Du, ich glaube, du bringst da was durcheinander. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through.
Ja, okay, ja, du hast richtig erkannt, Junge, ich bin nur ein Besucher, aber mein Schiff muss jetzt so repariert werden und du kannst mir dabei, glaube ich, helfen, denn ich brauche einen Energieregulator. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Tobson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, okay, also es gibt noch einen anderen und den kann ich bekommen, ohne dabei drauf zu gehen. Warum sollte ich dabei drauf gehen? Oh yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Okay, das ging jetzt schnell und anscheinend nutzt er uns gleich dafür aus, dass wir die Energie vom alten Geothermikwerk zur Stadt schicken. Okay, was, aber es ist ja nur größtenteils verlassen und jetzt mal im Ernst, warum nur größtenteils? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ah ja, da leben also immer noch Leute im Botaniklabor. Ja, ich glaube auch nicht, dass die sonderlich erfreut sein werden, wenn man ihnen den Strom abstellt. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Okay, die Leute sind da also so eine Art Rebellen, die da leben. Und er will die Gunst der Stunde nutzen, sie dann gleich wieder zurückzuholen. Oh, wenn ich da ein kleines Problem mit den Deserteuren lösen soll, dann musst du mich pro Kopf bezahlen. Oh, sehr schön. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Tobson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb. But I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ah ja, jetzt können wir sie noch mitnehmen, die nette Dame hier, um eine Begleitung zu haben. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ja, vor allem ein Stranger, den du nicht mal zwei Minuten kennst. Ah, jetzt habe ich einen Begleiter. Genau, du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter-Kampffähigkeiten freischalten. Erfahre mehr über deine Begleiter im Register Begleiter. If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Ah ja, manche Leute helfen dir erst, wenn du einen anderen Auftrag erledigt hast. Go ahead. Genau, es gab nämlich noch eine Frage über Adelaide. Genau, wenn ich persönlich mit Adelaide sprechen soll, dann könnte ich ein paar Informationen gebrauchen. Genau. Adelaide was our only flavor specialist. We are a Saltuna canning institution. Saltuna without flavor is like a cysty pig without tumors. Borderline inedible. Das hört sich ganz schön widerlich an. Aber esst ihr hier etwa nur Saltuna? Word up to me, friend. I'd stack our larders with Saltuna galore. No other brand of Saltuna adds as much vim or vigor to the body's humors. But, and this is something we must keep between the two of us.
Saltuna is hard to come by. What with being a species indigenous to the seas of another world. Okay, also Saltuna kriegt man hier gar nicht so. Genau, und das ergibt jetzt auch die Frage, sag mal, was packt ihr dann eigentlich ab, wenn es kein Saltuna ist? Oh, we've scavenged together some organic material from the surrounding environs. Mostly organic, mostly local mushrooms. Some of which possess a texture akin to a well-boiled slab of Saltuna. The difference is all but impossible to detect to any but the prizziest of palate. Okay. Bin ja mal gespannt, nicht, dass es am Ende dann so ist, ne? Made out of people. Okay, ihr lieben Leute, wir machen ein kleines Päuschen. Sehen uns wieder in der nächsten Runde. Dann gehen wir zu Adelaide und versuchen, die zu überzeugen, zur Stadt zu kommen. Oder gucken, ob wir die Sache nicht vielleicht auch anders lösen können. Denn anscheinend macht diese Saltuna-Fabrik hier auch so ein bisschen Verbrechen. Denn A, unterdrücken die ihre Arbeiter ganz schön. Und B, das, was die Leuten verkaufen, ist gar kein Saltuna. Mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.